Herr Dr. Hans Reinhardt von der CSU und ich würde sagen, Sie stellen sich erstmal vor, dass unsere Zuschauer wissen, wer Sie überhaupt sind. Ja, hallo. Ja, Hans Reinhardt, inzwischen 36 Jahre, bin verheiratet, habe zwei Kinder, also einen größeren, also mit genau 4 Jahren und ein kleines Mädchen mit knapp einem Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr. Komme aus Jettingen in Scheppach, bin da auch aufgewachsen, war da überall aktiv, habe dann Abitur gemacht, war in Wettenhausen in der Schule, bin dann zum Studieren weggegangen, weil ich einfach mal weg von daheim war, ich bei Bundeswehr noch. Und ja, habe dann in Passau Jura studiert, bin dann wieder zurückgekommen, war Richter und Staatsanwalt und bin jetzt seit 2013 im Bayerischen Landtag. Habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich reinkomme. Für mich war das eine riesen Überraschung. Ich habe danach gedacht, ja, also ich habe es ein bisschen anders vorgehabt danach, aber es macht seitdem echt riesen Spaß, dort auch Politik zu machen, auch im Landtag Politik zu machen. Bin jetzt schon länger bei Mitteheim im Gemeinderat und seit 2014 auch im Kreistag und bin nebenbei noch einfach so unterwegs und aktiv, was halt Spaß macht beim Fußball. In einem oder anderen Verein, wo ich noch aktiv bin, bin auch im Fasching viel unterwegs und genau das ist so das, was ich die ganze Zeit hier mache. Vielen Dank. Jeder kennt ja jemanden, der momentan eine Wohnung sucht, sei es auf dem Land oder in der Stadt. Und jetzt wollten wir von Ihnen wissen, was Sie mit Ihrer Partei gegen die Wohnungsknappheit machen wollen. Ja, zunächst mal, wir müssen einfach schauen, dass wir das Bauen günstiger machen. Das heißt, wenn man neue Wohnungen bauen will, dass man einfach nicht bei energetischer Gebäudesanierung oder beim Neubau dann dergleichen so viel machen muss, dass einfach die Baukosten an sich günstiger werden. Und dann müssen wir einfach schauen, dass wir haben zurzeit gerade in manchen Ortschaften, auch innerorts, das eine oder andere leer stehen. Und wir müssen dort schauen, dass wir einfach diesen Leerstand, den wir haben, dann auch wieder zum Wohnbau umwidmen, dass wir zurzeit machen so eine Art Donut-Effekt, wo du umherum lauter Wohngebiete hast in der Mitte. Schaut es ein bisschen schlechter aus und wir müssen einfach schauen, dass wir die Ortskante wieder mit Leben erwecken. Da haben wir jetzt das eine oder andere Förderprogramm auch schon gestartet und ich glaube, das kommt jetzt dann zum Laufen und da kann man dann Stück für Stück auch da wieder leben und damit mehr Wohnraum schaffen. Gut, es gibt ja sehr viele Leute, vor allem junge Menschen, die noch keinen Führerschein haben oder ältere, die schon nicht mehr fahren können, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind, vor allem auch die Schüler. Ja. Und daher wollen wir wissen, was macht Ihre Partei für den öffentlichen Nahverkehr? Nun, wir haben zunächst mal den Flixbus eingeführt landkreisweit. Den Flixbus eingeführt landkreisweit, der glaube ich so ein Modell ist, was auch funktioniert. Also ich glaube, dass wir relativ wenige Leute in den klassischen öffentlichen Personennahverkehr jenseits der Schule reinbringen, wo ich sage, ich fahre mit dem Bus von A nach B. Aber ich glaube, mit dem Flixbus, den wir jetzt auch, also zum einen haben wir den angestoßen, dass wir das landkreisweit machen. Wir haben jetzt auch auf Kreisebene gehört, dass der Landkreis Günzburg das auch bezahlt. Haben uns um Fördermittel aus dem Land gekümmert und ich glaube, das sind so die Projekte, die funktionieren, dass ich sagen kann, ich rufe irgendwo an und werde dann abgeholt und komme von A nach B. Und das ist auf einer relativ flexiblen Art und Weise und das ist so, wie ich mir auch Personennahverkehr vorstelle. Und wie ist das dann für jetzt so Jugendliche wie uns jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel abends wollen, die ja zum Beispiel weggehen oder so, dass man zum Beispiel da jetzt einen Bus einfach einführt, der jetzt vielleicht zum Beispiel im Stundentakt fahren würde und dann halt die Jugendlichen mitnimmt und Sicherheit dann halt auch wieder in ihre Ortschaften bringt. Wie ist die Idee? Also wir schauen, also neben dem, also ich glaube, dass der Flexibus ist das Instrument, um einfach im engeren Nahbereich einfach auch Ortschaften an große Zentren oder Zentren anzuschließen, wo ich dann auch zum Beispiel Bahnverkehr dergleichen habe. Also die Eisenbahn läuft ja recht gut, wo ich fahren kann, wo ich auch im Stundentakt fahren kann. Wir haben den weiteren öffentlichen Personennahverkehr und wir schauen auch dort, dass wir dort auch, also wir werden dort den Takt verstärken. Es soll auch weit nach hinten aussehen, dass ich sagen kann, ich bin von den Zeiten her, gehe ich weiter raus. Man muss ja dann schauen, wie es angenommen wird. Und leider ist zurzeit so die Erfahrung, dort wo man es versucht hat, ist die Resonanz jetzt eher mau ein bisschen. Und wir müssen aber trotzdem schauen, dass wir dort einfach möglichst viel Flexibilität reinbringen und das dementsprechend machen können. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn der Flexibus über weitere Strecken fahren könnte. Also wenn man gewisse, das sind ja so Waben, wenn man das irgendwie zusammenlegen könnte, aber da gibt es zurzeit eine rechtliche Hürden, wo man einfach zurzeit nicht mehr hinwegkommt. Mit dem Atomkraftwerk in Pongremmingen ist das generelle Thema hier jetzt sehr zentral. Und jetzt würden wir Sie fragen, was Ihre Meinung zum Thema Atomkraft ist. Also ich persönlich halte das für eine
gute umweltschonende, also vor allem CO2-schonende Art und Weise, Energie zu erzeugen, aber der Beschluss abzuschalten ist gefallen. Damit müssen wir uns darauf einstellen, auch bei uns im Landkreis Günzburg, dass wir das Krankerfeld jetzt dann abschalten, dass wir unseren Strom aus anderen Quellen holen, und der Beschluss ist auch unumkehrbar. Also da, es wird nicht, also auch ich nicht oder auch wir nicht sagen, hey, wir müssen etwas anderes machen, sondern wir werden aus der Kernenergie aussteigen und müssen einfach schauen, wo kriegen wir guten, günstigen, aber verlässlichen und auch umweltschonenden Strom her, und das ist, glaube ich, die Aufgabe auch der nächsten 5 bis 10 Jahre, dort dementsprechend was zu machen. Gut, es leben schon seit vielen Jahrzehnten Muslime bei uns in Deutschland, und auch durch die Flüchtlinge ist die Zahl der Muslime bei uns gestiegen. Was halten Sie vor diesem Hintergrund von einem speziell islamischen Religionsunterricht? Wir haben Dinge eingeführt bei uns schon, und ich finde es auch nicht schlecht. Also nur gehört dazu dann auch, dass man die Lehrer auch staatlich ausbildet. Also ich bin ein großer Fan davon, dazu sage ich, so wie es im sonstigen Religionsunterricht aus ist, dass das einfach an den Unis dann das auch gelehrt wird, und das muss man, wenn dann im islamischen Bereich auch machen. Weil im Endeffekt muss der Staat derjenige sein, der auch die Hand drauf hat, der auch weiß, was dort unterrichtet wird. Und ansonsten, sorry, das gehört mit dazu. Ich kann nicht sagen, wir Katholiken und die Evangelischen dürfen Religionsunterricht haben, die anderen nicht. Wenn wir sagen, wir haben Religionsfreiheit, dann gehört das genauso mit dazu. Aber nur wichtig ist, dass die Lehrer dann auch wirklich staatlich ausgebildet sind, dass nicht irgendjemand unterrichtet, sondern dass wir auch wissen, so wie wir es im christlichen Religionsunterricht auch wissen, was dort gelehrt wird. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Okay, also im März diesen Jahres haben ja die SPD und die Grünen einen Antrag gestellt für eine Erhöhung des Pflegegelds im Kreistag. Achso, im Kreistag. Ja, und da hat ja die CSU und die Freien Wähler haben ja dagegen gestimmt. Und da wollte ich Sie jetzt fragen, wie haben Sie da abgestimmt und warum haben Sie so abgestimmt? Also es ging darum, also nicht Pflegegeld, sondern es ging darum, mehr Pflegekräfte an die Kliniken zu bekommen. Und wir haben das, also im Endeffekt wird es jetzt gemacht. Nur worüber wir uns uneinig waren, war der Weg, wie wir es machen. Die einen haben es meines Erachtens aus purem Populismus in den Kreistag reingeholt. Und wir sagen, es gehört einfach in den Verwaltungsrat der Kliniken. Wir haben bei uns die Kreiskliniken, die separat laufen, wo es Verwaltungsgremien gibt. Und was uns dazu aufgeregt hat, ist einfach, dass man nur irgendein Thema hochgezogen hat, um irgendwie in der Zeitung zu stehen. Weil es gab 2 Wochen vorher eine Verwaltungsratssitzung, wo der Stellenplan für das kommende Jahr beschlossen wurde. Das war komischerweise einstimmig. Da hat keiner was gesagt, hey, wir brauchen mehr Leute. Und dann hat man im Kreistag auf einmal gesagt, ist da ein großes Thema, wir müssen da was machen. Also, dass wir das machen müssen, ist klar. Wir machen auch was. Wir stellen auch die Mittel zur Verfügung. Uns ging es einfach darum, wir haben uns da auch der Linie der Freien Wähler angeschlossen, dass wir sagen, Leute, macht es doch dort, was hinkommt. Und ich bin jemand, der einfach nichts von Populismus hält. Dass ich sage, ich mache jetzt irgendein Thema auf, nur am nächsten Tag nicht in der Zeitung zu stehen, sondern das sind mir die Kliniken viel zu wichtig. Und ich bin da relativ oft dort und rede da ganz viel. Und wir müssen da was machen, wir müssen die auch zukunftsfest machen. Dafür hat das Thema Pflege mit dazu, und deswegen haben wir es an den zuständigen Ausschuss verwiesen, also an das Verwaltungsgremium. Die haben dem auch zugestimmt, die haben auch gesagt, ja, machen wir auch auf unsere Anregung hin. Und deswegen war das eine Frage, wie macht man es denn das auch? Finden Sie, natürlich ist es eine Verbesserung jetzt, diese 8 Pflegestellen, die dort, glaube ich, eingeführt wurden. Finden Sie das einen guten Weg, um den Pflegenotstand dem entgegenzuwirken, wenigstens ein kleines Stück? Ja, ist klar, wir müssen schauen, dass es, also Pflege hängt einfach viel mit persönlichem Kontakt zusammen. Wenn wir alle im Krankenhaus sind, will ich auch, dass ich dort jemanden habe, mit dem ich reden kann, der mich anspricht, der einfach vielleicht auch die eine Minute mehr Zeit hat, um das eine oder andere einfach zu reden oder zu fragen, hey, wie geht's dir, ist irgendwas los? Nur muss man auch eins sagen, also wir sind dort auch in der Pflegeausstattung bei uns in Kliniken deutlich besser als die umliegenden Kliniken. Also das ganze Debatte kommt ja aus dem Landkreis Donau-Ries. Die sind von der Pflegequote pro Patient viel, viel schlechter als wir und haben deswegen aufgestockt. Aber wir machen es trotzdem. Und ich glaube, wir müssen im Pflegepersonal was machen. Nur müssen wir dann auch Leute dafür gewinnen, dass sie in den Pflegeberufe einsteigen. Und
Was mich da so ein bisschen ärgert, ist bei der Geschichte, dass der Pflegeberuf oft auch schlecht geredet wird. Es ist eigentlich ein Beruf, der ein schöner Beruf ist, der auch eine Bezahlung hat, die ja, weitestgehend passt. Und deswegen müssen wir einfach schauen, wir müssen den Beruf wieder attraktiv machen, müssen dort das eine oder andere machen und da gehören einfach die Arbeitsbedingungen dazu und da brauche ich mehr Leute, weil dann entlaste ich einfach von der Arbeitsanfälligkeit die Leute. Hat die CSU denn schon einen Plan, wie sie jetzt zum Beispiel den Beruf des Pflegers attraktiver gestalten möchte? Klar, also wir haben ja, also zum einen gibt es eine Ausbildungsreform, die der Bundestag schon beschlossen hat, wo die Pflege auch, also die Pflege insgesamt, die Pflegeausbildung insgesamt anders gemacht wird. Das sehe ich persönlich sehr skeptisch, weil das soll der Altenpflege, Kinderkrankenpflege und Krankenpflege zusammengefasst worden in den ersten Jahren jedenfalls. Ich glaube, dass wir, das klingt jetzt bitte in dem Kontext, dass wir dadurch deutlich Leute für die Krankenhäuser gewinnen, dass aber halt die Altenpflege ein bisschen darunter leidet, weil die Altenpflege eher so ein bisschen den Touch, ja, ist ein bisschen eher was Uncooles, gerade, ich sag mal, für Leute, die sich überlegen, was mache ich in der Ausbildung, wo gehe ich hin. Unser Ziel ist einfach, zum einen Bürokratie rauszunehmen. Ich bin auch viel in Osberg unterwegs und im Dominikus Ringheisenberg. Und da kommt immer wieder, hey, wir brauchen fast ein Drittel unserer Arbeitszeit für Dokumentation, für alles Mögliche, wo wir einfach aufschreiben müssen, dass alles passt. Da müssen wir primär ran. Weil wenn ich dort was rausnehme, dann entlaste ich auch insgesamt, dann habe ich mehr Zeit auch für den Patienten, für den persönlichen Kontakt, weswegen es die Leute ja machen. Und da müssen wir, glaube ich, auch, was man jetzt schon anfangen hat, auch in der Pflege auch differenzieren, wer was macht, auch dort noch genauer hinschauen und insgesamt einfach, das hält sich immer so leicht, wir müssen die Pflege stärken und dergleichen. Ich glaube, wir brauchen da einfach auch dann wirklich starke Interessensvertretungen der Pflegekräfte, die sagen, hey, wir haben mit einer eigenen Pflegekammer und dergleichen auch eine Art Selbstverwaltung, die dann auch selber regeln, wie soll vieles ausschauen. Und das ist so ein ganzes Maßnahmenbündel, glaube ich. Was wir aber einfach machen müssen, ist, wir müssen einfach herausstellen, hey, das ist ein ganz, ganz toller Job und du arbeitest mit Menschen zusammen und kannst dort was machen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wie man auch den Beruf attraktiv machen kann. Okay. Ja, und also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man eine allgemeine Dienstpflicht wieder einführen würde in Deutschland. Weil ich glaube, während jetzt, ist ganz egal, ob, also gerade während der Zivildienstzeit, haben wir einfach viele die Pflege kennengelernt, das was, wo was Tolles ist und wo du auch was machen kannst. Und das sind auch bei mir im Freundeskreis einige, die vorher gesagt haben, hey, sozialer Beruf, nie bitte, nicht. Das sind plötzlich dann hängen geblieben, weil sie gesagt haben, ja, wirklich, ist doch ganz cool. Und ich glaube, auch das wird uns ein bisschen helfen, aber das ist nur, oh Gott, eine lange Geschichte. Ja. Ja gut, dann hätten wir noch ein paar spezifische Fragen an Sie. Wie zum Beispiel Alice Weidel kommt ja nach Breitenthal. Und da machen wir jetzt auch mehrere Parteien organisieren eine Gegendemonstration. Was ich fragen möchte, ist, warum beteiligt sich die CSU jetzt nicht offiziell an der Organisation dieser Gegendemonstration? Also wir hätten eigentlich mitgemacht, wir haben auch gesagt, wir machen mit. Nur war bei uns die Prämisse, wir machen dann mit, wenn, also wir hätten, ich sag mal, ich mache es relativ plastisch, wenn so die im Kreistag vertretenen Parteien mitgemacht hätten, dann hätten die auch alle mitgemacht. Nur was wir sagen, wir machen nicht mit der Linkspartei zusammen eine Demo, weil die Linkspartei auf der einen Seite extremistisch ist, wie die AfD auf der anderen Seite. Und ich habe so das Verständnis, wenn ich Mitorganisator von der Demo bin, dann bin ich auch mitverantwortlich für das, was die da alle sagen. Und deswegen mache ich mit der Linkspartei nichts zusammen, weil die für mich im linken Bereich auch extremistisch sind, die sind vom Verfassungsschutz beobachtet. Und das war für uns so der Ausschlussgrund. Da haben wir auch lange drüber gesprochen. Wir hätten gerne mitgemacht, aber das war halt einfach, die waren dabei und dann hat es geheißen, ja, dann sagen wir, okay, wenn man die dabei haben will, dann sind halt wir leider draußen, so wie es ja die FDP genauso ist. Ja. Okay, ja. Und wie gesagt, ja, ich habe heute die Freude gehabt, mit einer Podiumsdiskussion mit einem AfDler zu sitzen. Das ist echt kritisch, was die sagen. Die verstecken es zwar immer wieder, aber wenn du genau hinhörst, ist es halt Ding. Und ich glaube, man muss sie bekämpfen. Und deswegen gehe ich auf jede Diskussion mit denen und stelle die auch und bin da oft der Einzige, der da ein bisschen auch dagegen hält, weil es viele andere Leute nicht machen. Würden Sie denn jetzt persönlich, also nicht abhängig von der Partei, auf diese Demonstration gehen? Ich kann morgen nicht, das ist das Problem. Also ich kann morgen wirklich nicht, weil wir haben morgen einen CSU-Parteitag und
da habe ich eine eigene Rolle. Also da stehe ich im Programm drin mit einem eigenen Part und deswegen also kann ich da nicht hin, aber ich wäre vielleicht sogar hingegangen. Ja, also es geht ja zum Beispiel die Bürgermeisterin, die Gabi Wohlhöfer, die ist ja auch CSU-Mitglied, die geht zum Beispiel hin und wird auch was sagen. Also das ist nicht so, dass uns ging es primär darum, dass ich sagen, wenn wir sagen, wir sind Mitveranstalter, sind wir eigentlich auch verantwortlich für alles, das was gesagt wird und das machen wir einfach bei der Linkspartei nicht. Ja. Das ist so, genau. Ja. Laut aktuellen Umfragen erlebt die CSU momentan mit ungefähr 35% ja ein Tief. Was ist Ihre Erklärung dafür? Ich glaube, da kommt ganz, ganz vieles zusammen. Das eine ist, also das muss ich echt sagen, vielleicht, das wird wahrscheinlich jeder sagen, aber also wenn ich bei uns im Landkreis unterwegs bin, dann empfinde ich nicht so, also da sagen viele, hey, cool, dass du da bist. Und ich gehe auf jedes Dorffest, auf viele und gehe von Tisch zu Tisch und sage Hallo und diskutiere auch dann. Ich glaube, da kommt vieles zusammen. Wir haben klar zum ersten Mal auch in Bayern jetzt eine AfD, die antritt, die uns insoweit auch uns als CSU wehtut, einfach, weil die halt einfach, wenn die bei, glaube ich, aktuell 11% sind, dann ist ein Teil der Stimmen, geht auch von unseren Wählern weg, das ist klar. Dann haben wir eine Situation, wo wir, glaube ich, zurzeit, was uns ein bisschen fehlt, ist so diese Klammer um die Gesellschaft, wo du sagst, hey, das große Vereine, man sucht ganz, ganz stark das Trennende, was da ist. Und ich glaube, das teilt auch die Gesellschaft in viele Gruppen ein, wo jeder auf sich schaut. Dann haben wir bei uns, glaube ich, auch den Effekt einfach, dass uns der ganze Streit in Berlin, den ich auch nicht gewollt habe, auch schadet oder auch geschadet hat. Und das ist, glaube ich, das sind so breite Masse an Themen, die da sind. Und und aus dem raus ist, glaube ich, das wahrscheinlich auch dazu erklären. Okay. Ja. Es ist ja so, dass man hier über im Landkreis Plakate sieht, auf denen Sie dafür werben, dass man selber eine Grillparty einladen kann. Ja. Wie wird denn dieses Angebot wahrgenommen? Super. Das ist, also ich gehe jetzt dann nach Kötz auf eine Veranstaltung, ganz schön wieder auf eine Grillparty. Das kommt echt gut an. Und vor allem, also ich habe mir überlegt, ich mache mal irgendwas, wo man einfach ins Gespräch kommt. Weil so die klassischen politischen Veranstaltungen ist, glaube ich, eher, ja, wer geht dahin? Da gehen primär die Leute hin, die ohnehin schon sagen, ja, ich tendiere eher zu der oder der Partei. Und ich habe einfach überlegt, ich mache das mal, ich probiere das mal aus und es wird echt super angenommen. Und ich muss schon schauen, dass ich irgendwie schon clear, dass ich werde vielleicht den einen oder anderen Termin schon nach der Landtagswahl machen müssen, weil es einfach nicht hilft. Aber das kommt wirklich gut an. Und ich war da oft darauf angesprochen, also so von allen Seiten her. Sie haben ja gesagt, dass da bei diesen Gesprächen dann bei dieser Grillparty tendieren, also sagen halt Leute, dass sie zu dieser und dieser Partei halt tendieren. Was sagen Sie jetzt zum Beispiel oder versuchen Sie Leute, die jetzt sagen, ja, ich tendiere jetzt eigentlich mehr zur AfD, weil ich halt irgendwie nicht mehr überzeugt bin von der CSU, weil die halt irgendwie nicht mehr meine Interessen vertritt, versuchen Sie die irgendwie zu überzeugen oder was sagen Sie zu diesen Leuten? Klar, also es wäre schlimm, also wenn ich hingehe und sage, oh Gott, du hast recht, nee. Klar, wenn du versuchst, die Leute zu überzeugen, weil bei der AfD ja gerade geht, wenn du die wählst, kriegst du ja gar nichts. Also die will im Endeffekt keine im Landtag anderen vertretenen Parteien oder wahrscheinlich vertretenen Parteien, wird mit denen gemeinsame Sachen machen. Das heißt, das ist im Endeffekt, du kannst zeigen, dass du gegen irgendwas protestierst, aber also ich bin immer jemand, der so das Konstruktive sucht und sagt, hey, dann schau doch, dass du deine Interessen irgendwo konstruktiv vertreten siehst, dass du sagen kannst, wenn ich die und die Partei wähle, dann passiert auch was, dann stoßen die es an, dann bringen die es mit ein und können was machen. Und das ist ja bei der AfD nicht der Fall. Also ich gehe auf jeden zu und diskutiere und rede und mache und kämpfe da darum, dass man auch die Leute einfach zurückholt. Okay. Und was für Erfahrungen haben Sie allgemein auf diesen Grillparty? Oh, ganz, also wirklich, also ich sehr, sehr positiv. Ich habe da noch keine negative Angriffe oder sowas. Also das ist einfach nett, man kommt ins Ratschen. Da nehme ich auch das eine oder andere mit, auch für die Arbeit, wenn da ein Problem ist oder da was ist, wo man anpacken kann. Und das ist einfach, das heißt nochmal, man kommt jenseits von jedem, von allem Steifen und alles Mögliche, kommst halt einfach ins Gespräch und kannst über Gott und die Welt reden. Das war, glaube ich, ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank für die Zeit. Ich sage danke. Und ja, danke für euer Engagement, das ist echt toll, was ihr macht. Danke sehr.